nochmal zurück zur 42. Folge. Befinde mich hier in einer Riesenhöhle. Hier ist eine Brücke. Und, ja, okay. Ich bin ja von hier oben gekommen. Da unten in dem Höhlenkessel befinden sich sehr viele Goblin-Piraten. Ah, gucken wir mal hier die Aussicht. Nee, da kommen wir nicht hoch. So, kommen wir denn von hier aus zur Brücke? Nee, natürlich nicht. Hier ist ja... Oh, hier liegt ja noch ein Entermesser. Hier ist ja noch der Lurker. Hier ist dieser Wasserfall. Das heißt, hier könnte man nach unten abkürzen. Ich bin echt gespannt, was in dieser Richtung liegt. Bei dem Herrn Lurker. Der sehr schlecht zu bekämpfen ist. Vielleicht, ja, sorry. Vielleicht ja mit dem Feuerfall. Aber das glaube ich nicht bei der Panzerhaut. Und mit der Entfernung soll das gehen? Oh, auch noch daneben. Das geht nicht. Bleib mal stehen. Nee. Das hat nichts gebracht. Okay. Ja, es sind so einige lustige Geschichten, die hier passieren. Ich kann nichts machen, ich kann nichts ziehen. Doch, jetzt, was ist denn jetzt passiert? Ah, jetzt bin ich da. Oh, er bleibt zahm, das ist ja nett. Oh, das ist jetzt die Richtung gewesen, wo der Lurker stand. Eine Bartaxt, aha. Nee, ich kann hier... Oh, das ist auch noch eine Sackgasse. Das sieht aus wie so ein Steindrache. Okay, irgendwo in der Nachbarschaft sind auch noch... lustige Gesellen. Die rülpsen und furzen. Oh mein Gott. Ja. Erstmal vorsichtig gucken. Hier liegt Gold. Und eine Leiche, ein Skelett, Essenz der Heilung. Ist das nicht nochmal Gold? Also ich glaube, jetzt sind wir von dem Lurker erstmal safe. Ja, man muss die Tiere nicht immer alle umbringen. Gab es denn irgendwie reine Lebensenergie, vollständige Regeneration? Okay. Ja, Essenz der Heilung war ja das. Dann gab es nur Gold und eine Bartaxt. Und ich meinte, hier wäre noch was gewesen. Nein. Ja, das sieht aus wie dieses Walross aus NDR, die Antje. Falls sie einer kennen sollte. Mit Flügeln. Nee, aber ein Steinteil hier. Steindrache. Stein... Das könnte auch ein... Na, sag schon. Ein vergrößerter... Nee, ich komme nicht drauf. Da war noch eine Axt. Und zwar die hier, eine Bartaxt. Ich habe 80 Schaden. Wie viel Stärke braucht man? Na super, 90. 90 Stärke braucht man dafür. Okay, hier gab es nichts. Ach, schaut einmal, da ist der Lurker versteckt. Was ist näher dran? Hier oder? Wenn der da nämlich auch so zappelt, dann kann ich ja wunderbar... Ja, ja, bleib doch mal an. Ja, perfekt. Kostet mich natürlich Pfeile. Oder auch das Leben. Das geht gar nicht. Innostatue. Ach, du liebes Bisschen. Ich habe vorhin aus den Augenwinkeln was gesehen.
Oh, mitten im Flug. Oh. Ja, das ist jetzt misselig, aber da ich jetzt weiß, dass da hinten, naja, nicht großartig viel zu suchen gibt. Okay, hier hat es ein bisschen irgendwelche Fehler. Bin ich aber hier auf die Innerstatue gestoßen. Das heißt also, da doch hier das kleine Völkchen in den Steinhütten die Innerstatue sucht. Scheiße. Da die Leutchen doch die Innerstatue suchen. Ich glaube, das ist sie sogar. Sollte ich mal gucken. Gucken, wo die jetzt platziert ist, weil hier ist auch so ein bisschen was durcheinander geraten. Gucken wir erstmal ganz nach unten. Gut, wie sieht jetzt die Innerstatue hier aus in der El-Hiva-Version? Da ist sie. Oh ne, nicht viel anders. Innerstatue 100 wert. Ist die das? Weiß ich nicht. Ist das die Innerstatue, die gesucht wird, die verschwunden ist? Wir sind ja hier oben runtergesprungen. Klasse. Sozusagen eine Sackgasse. Jetzt werde ich mal wieder speichern und mal hier nach dem Ausweg suchen. Upsala. Aber hier geht es irgendwie runter. Ja. Da der Roland gut tauchen kann. Gucken, was haben wir hier? Hier ist Wand. Und die Luft anhalten kann wie so ein Apnoe-Taucher aus den Philippinen. Werden wir wahrscheinlich irgendwie hier an die Meeresoberfläche gelangen. Ja, das Wasser schmeckt schon salziger. Alter Schwede. Oh, hoffentlich verfange ich mich nicht hier im Seetang. Und hier bin ich. Da hinten krabbelt was. Da hinten steht ein Gobbo. Und hier ist eine Burg. Ja, okay. Lassen wir erstmal die Tierchen da hinten in Ruhe. Und versuchen irgendwie von dieser Seite auf die Festung zu kommen. Wobei ich da keine Hoffnung habe, wenn ich das hier so sehe. Oder man kommt hier rum. Ja, 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 ja. Hey, 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 hey. Vielleicht treffen wir wieder auf ein paar andere vernünftige Menschen. Wenn hier nichts im Wege ist. Okay, das war ein Irrtum meinerseits. Alter, was hängen da für Sachen rum? Okay. Ja, was bist du denn hier für ein Bäumchen? Kann das sein, dass du einer bist, den ich denke, dass du bist? Das probieren wir doch mal aus. Nee. Oh Mann. Nee, ja doch, ich rutsche. Ach, so hoch war das gar nicht. Das sieht von oben immer höher aus. Ja. Jetzt habe ich mich natürlich völlig verfranst. Ja. Ja, das ist die zweite. Oh nein, ich wollte den Lurkern da aus dem Weg gehen. Ja gut, dann andere Strategie. Was ist denn hier los? Was der Devil's... Nee, ne? Ach, shit. Ich weiß es nicht. Blub, blub, blub. Ja, super, klasse. Blaue Steintafel. Ich die jetzt gefunden... Ja, ja, ja.
Also sofort weg. Jetzt bin ich wieder auf dem Weg zu diesem. Ja, wie schon gesagt, sieht aus wie so ein Vulkangestein. Und als wir hier von dem Lurker eben fertig gemacht worden sind, bin ich hier auf eine blaue Steintafel getroffen. Was hat es denn mit der Steintafel auf sich? Eine blaue muss das sein. Also gucken wir mal. Sollte natürlich hier irgendwo unter den Schriften sein. Ist sie nicht zu finden. Das finde ich schade. Man muss immer hier im Inventar rumsuchen. Hier ist was. Blaue Steintafel. Die sieht aber süß aus. Nee, die kann ich nicht lesen oder sonst irgendwas. Steht was in. Nein. Steht nichts im Log, sonst hätte es ja Notify gegeben. Dann gucken wir mal, ob wir hier wieder zu unserem Schiffchen kommen. Nee, ich sollte ja mal wieder zu unserer kleinen Truppe in den Steinhäusern gehen, wenn ich denn jetzt wüsste, wie ich da lang käme. Ohne dass ich auf diese starken Lurker treffe und anderes Getier. Starkes Getier. Okay, machen wir jetzt Brotzeit? Machen wir Brotzeit. Allzeit bereit. Aha. Ach, das ist der. Ist das hier ein Weg zu der Festung? Fragezeichen. Na, auf jeden Fall habe ich Baumstämme ohne Ende. Das finde ich gut. Okay. Weiter sonst nichts. Aha. Das ist ein Festmachtpunkt. Okay, ich trete zwar Felsen. Der Baum klippt ein bisschen. Nee, ist doch kein No-Clip-Baum. Ist ein Clip-Baum. Nee, Clip oder No-Clip? Wie heißt das? Aha, das sind Scabies. Ganz viele. Probieren geht über Studieren. Da kommst du. Es kommt keiner. Okay, der Linke hat mich erwischt. Okay. That's shit. Tja, warum? Warum sollte ich denn jetzt wieder das Risiko eingehen und mich mit denen hier anbändeln? Nein, 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 das mache ich lieber nicht. Es ist ja immer noch Zeit, das alles zu inspizieren. Aber die Hornmuschel werde ich mal kurz mitnehmen. Bleiben noch an Ort und Stelle. Das ist gut. Ja, da ist ja meine Kanute. Mein kleiner Nachen, mit dem ich gekommen bin. Das heißt also, ganz schnell wieder stranden. Ja. Und jetzt kommt die große Frage. Wie bin ich denn damals da hochgekommen? Ja, hier muss es einen Weg geben. Genau, hier war der Weg. Oder auch nicht. Dann ist er hier gewesen.
Genau, dieser nervende Vogel da. Ja, jetzt gehen wir mal ganz schnell zu Griselda und Kollegen und berichten von der Statue. Dann haben wir auch ein bisschen Text und Konversation. Dann nehmen wir mal den Oscar. Du willst heute essen? Was willst du heute essen? Sind das so eine Frage? Kleine Frau Griselda fragt, was du heute essen willst. Ich glaube, die verwechselt mich mit jemand anderem. Sie nennt mich ständig Bursche. Oh, Verzeihung. Meine Frau sieht nicht mehr besonders gut. Schon gut, dachte ich mir. Aber du könntest ihr sagen, dass ich einen großen Hunger nach ihrer Kräutersuppe habe. Jetzt fängt der auch noch an. Na gut, ich bin ja gerne hilfsbereit. Okay. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wahrscheinlich, weil ich im letzten, in der vorletzten Folge Was du nicht sagst. irgendwie ein bisschen gepennt habe. Oskar möchte gerne Kräutersuppe. Und ich bin übrigens kein Laufbursche, sondern ein Kämpfer des Königs. So, Bursche, spielst du heute mal einen Krieger? Na, dann sei mal so hilfsbereit und besorg mir die Kräuter für die Suppe. Ich fasse es nicht. Na schön, wo finde ich die Kräuter für deine Suppe? Frag doch Oskar, der bringt sie mir sonst immer. Sag mal, hast du schon Stimmbruch? Du klingst so seltsam. Ja, die versucht lustig zu sein. Wo finde ich die Kräuter für Griseldas Suppe? Ich glaube, Griselda hat nicht nur schlechte Augen, ihr Gehör ist auch nicht mehr das Beste. Ja. Außerdem nennt sie mich immer Bursche. Dann verwechselt sie dich mit Gyges, der uns sonst immer zur Essenszeit besucht. Die Kräuter suchst du am besten am Ende der Schafwiese links bei dem großen Baum. Du brauchst für die Suppe zwei Dunkelpilze, eine Halbwanze und eine Zirpennessel. Kannst du das nicht machen? Ich habe eigentlich Wichtigeres zu tun. Willst du etwa als Kämpfer des Königs einer alten, halbblinden und schwerhörigen Frau deine Dienste verweigern? Nein, bei Inos, natürlich nicht. Schon gut, ich mache mich auf den Weg. Ja. Das darfst du keinem erzählen. Wäre da nicht die Zirpennessel? Zwei Dunkelpilze, eine Heilpflanze und eine Zirpennessel für die Suppe. Das sind die. Oh, die Bauern sind cleverer als ich dachte, steht da auch noch. Ja. Das heißt also. Was wollen die haben? Zwei Höllepilze, Sklavenbrot. Okay, Schlimme Dunkelpilze habe ich Zeiten ja sind wohl. das. Ja. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Hey! mit der Oscarstadt? Nee, das ist ja im Hausfriede, frage ich da mal nach. Was macht der Hausfriede? Immer dasselbe mit den Männern. Wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Hatten wir schon. Okay. Also nennt sich der Typ Gyges. Gyges. Und wer ist er? Habe ich den schon mal besucht? Oldershome. Hallo, Oldershome. Denn sowas? Hallo, ich bin ein Soldat des Königs. Mein Name ist Roland. Nicht Erzähl mir jetzt. nicht sowas. Aua, aua, aua. Was weißt du über den verschwundenen Innoschrein? Daran ist bestimmt das üble Wetter schuld. Neulich kam eine riesige Windhose über das Meer angerast. Ich konnte nur noch in meine Hütte Und es flüchten. wird noch Die schlimmer. hat bestimmt den Schrein mit sich gerissen. Da bin ich sicher. Das habe ich Also schon soll mal das ein gesagt. kompletter Schrein sein? Das ist ja echt ulkig. Das Hier ist ist ja eine Truhe. Hier ist ja eine leere Wasserflasche. Und Und es da wird ist noch ein Herd. schlimmer. Schauen wir mal. Die können wir nehmen oder auch nicht. Einfach ohne was zu sagen. Habe ich das genommen und er hat auch ohne was zu sagen. Seine Waffe genommen und mir einen übergebraten. Ja gut, okay. Shit, shit, shit. Ich Jawohl. glaube da nicht dran. Ach ja, richtig. Hier oben ist keiner mehr, der raucht. Schlimme Zeiten sind das. Dann wollen wir mal. Eine Säge hat's hier. Zugeschaut und mitgebaut. So, das dürfte es eigentlich sein. Ja.
für die Pfeile. Ach, erzähl mir nicht sowas. Oh, 20 Holzscheiben, das ist cool. Gucken, was als Rest noch kommt. Und es wird noch viel schlimmer. Ich glaube da nicht dran. Noch eine Holzscheibe. Das weiß doch inzwischen jeder. So, jetzt ist aber Schulz. Ja. Das ist mal wieder typisch. Weil ich mitgezählt habe. Also, unten da geht es zwar auch zur Schafswiese, aber nicht zu Güges. Wer sagt denn sowas? So. Güges. Sagt nichts. Gucken, kann ich hier was Fleischiges braten? Nö. Dann mache ich das. Bei dem Ocean im oder gibt's hier oder dort? Ne, dann werde ich das beim Ocean machen. Da. Ocean. Olderson, ja, okay. Der Sohn des Alten. Was du nicht sagst. Achso, mhm. Alles Fleischbraten. 4 Stücke waren noch übrig. Das ist gut. Ambrosius noch mal ein bisschen anquatschen. Ja. Heidelinde fühlt sich etwas von dir vernachlässigt. Lass mich bloß in Ruhe mit Heidelinde. Die geht mir ganz gewaltig auf die Nerven mit ihrem ewigen Gemecker. Ja. Nochmal wegen Heidelinde. Heidelinde braucht etwas Unterstützung im Haus. Könntest du nicht vielleicht? Damit ich mir ihr blödes Gemecker anhören kann? Nein, danke. Wer sagt denn sowas? Ich frage ihn mal. Was weißt du über den verschwundenen Innerschrein? Nichts. Plötzlich war er weg. Aber ich kann mir denken, aus welchem Grund dies geschehen ist. So? Warum denn? Na, warum wohl? Weil ihr Soldaten und Paladine diesen verdammten Krieg am Verlieren seid. Inos Macht auf Erden ist am Schwinden. So viel ist schon mal klar. Immer mehr Inseln werden von den Orks überfallen und erobert. Irgendwann sind auch wir dran. Da bin ich sicher. Du irrst dich. Ich sagte ja, dass unser Kriegsschiff gegen die Orks kämpft. Noch ist nichts verloren. Glaube mir, schon bald. Ach, hör auf, das glaubst du ja selbst nicht. Tja. Dann versuchen wir es ein drittes Mal wegen der armen Heidelinde. Die arme Heidelinde braucht unbedingt jemanden zum Reden. Tut mir leid, aber ich kann ihr nicht mehr zuhören, sonst platzt mir der Kopf. Oh, ho, ho, ho. Tja, wer in einer Beziehung lebt, der wird das wahrscheinlich kennen, wenn er auch so eine gesprächige Person hat. Hey! Was macht der Hausfriede? Hast du deine Schuhe beim Reinkommen sauber gemacht? Okay. Was macht der Hausfriede? Dieser Brosius soll mir nur noch mal unter die Augen kommen. Okay. Was macht der Hausfriede? Immer dasselbe mit den Männern. Wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Okay. Nett. Netter Loop. Ende. Schauen wir doch mal im Logbuch, was es mit den beiden auf sich hat. Meine ganzen Bemühungen waren umsonst. Brosius will auf gar keinen Fall mit Heidelinde reden. Vielleicht kann ich ihr ja auf eine andere Art und Weise helfen. Kommt Zeit, kommt Rat. Gut. Das heißt, wir machen mal eine kurze Pennpause. Hab ich hier schlafen, Herr Oldersohn? Das ist ja interessant. Danke. Da darf ich nicht ran. Gut. Dann schauen wir nochmal. Kommt Zeit, kommt Rat. Nee. Jetzt sind sie natürlich weg. Die sind natürlich... Ja, hier ist Heidelinde. Die sind doch hier in einem Zimmer.
Was macht der Hausfriede? Hast du deine Schuhe beim Reinkommen? Okay, das war halt eben. Hey. Ja, kommt Zeit, kommt Rat. Irgendwann wird der Rat wohl kommen. Und mit Güges läuft das auch noch nicht so. Das heißt, hier habe ich noch keine Gesprächsoption. Ja. Zirpennessel. Was liegt denn hier? Ein altes Entermesser liegt hier. Okay. Vielleicht sollte ich mich mal nach Zirpennesseln umschauen. Weil ich glaube, ich war hier gar nicht. In dieser Gegend. So richtig. Nö. Auf diesen rutschigen Fahnen hier ist hier nichts zu entdecken weiterhin. Meine auch hier schon lange gewesen zu sein. Ja, genau. Haha, um die Ecke und dann hier wieder hoch. Stopp. Noch ein altes Entermesser. Zirpennesseln. Was ist denn da unten eigentlich? Mhm. Nee. Ja, das ist echt vertrackt hier. Vielleicht sollte ich doch... wieder runtergehen. Oder? War ich hier schon? Griselda ist hier. Ja, die braucht ja ihr Zeug. Okay. Das klappte. Das klappte auch. Jetzt gehen wir an die Truhe ran. Ach, Wasser hat's hier noch. Ah. Okay. Die war nicht verschlossen, die Truhe. Ah, hier ist jetzt ein Besen. Ach, den kann ich einfach so nehmen. Hey! Okay. Dann ist sie ja richtig vertieft ins Kochen. Was gibt's denn heute? Ich suche immer einen Weg irgendwie aufs Dach zu kommen. Ob es jetzt ein Dach vom Gebäude ist oder ein Dach des Felsens. Was ja im Volksmund auch... Gipfel genannt wird. Ja, ich weiß, meine abgehackten Sätze. Oh, meine abgehackten Sätze sind immer Questzugang zu Sandroxburg. Das ist schön. Und was machen wir in diesem Bereich? Gar nichts, da kommen wir gar nicht hin. Ich muss einen Weg finden, um zu Sandrock zu gelangen, aber wie? Am besten erkundige ich mich bei den Bewohnern des Dorfes. Vielleicht spreche ich mal mit diesem Oskar. Der schien mir von allen Bauern noch der vernünftigste zu sein. Jawohl, dann sprechen wir mal mit Oskar. Ach, hier gibt es übrigens eine wunderbare, coole Abkürzung, wenn ich mal ganz schnell runter zum Strand muss. Oskar. Ja, da hockten da. Wie komme ich in die Festung? Die Zugbrücke ist oben. Es gibt noch einen Hintereingang in die Festung. Du musst aber um die halbe Insel herumschwimmen. Auf der anderen Seite der Insel, bei der Lörkerbucht, gibt es einen Höhleneingang, durch den du auch in die Festung kommst. Aber dort tummeln sich meist ein paar Lörker herum. Danke, ich schau mir die Sache mal an. Ja, das habe ich auch schon festgestellt.
Aber bis zum Höhleneingang oder Hintereingang des Turmes oder ja, zur Festung bin ich nicht gekommen. Gibt's hier noch was Neues, Borosius? Nein. Ja, dann bedanke ich mich auch für euer Zusehen dieser Folge. Und wie es weitergeht, da seht ihr in der nächsten. Ein Daumen wäre angebracht. Aber das macht ihr ja fleißig, habe ich gesehen. Das finde ich auch gut so. Auch nochmal Dank von meiner Seite. Und ich bin jetzt bei Kofi. Falls der einen oder anderen was sagt, der kann auch noch ganz gerne so frei sein und vielleicht ein paar Münzen klimpern lassen. Also, bis dahin. Tschüss und macht's gut.